Sind wir wieder da, ne? Also hier, da wo das Camp hier ist, in der Wüste von Varrant. Und bevor ich wieder so wild... Läuft hier noch was oder läuft hier nichts? Ach so, falsche Taste gedrückt. Ich habe meine Tastatur hier nicht richtig zurechtgerückt. Herzlich willkommen übrigens. Danke, dass ihr jetzt mal hier wieder guckt. Und hier geht's nach Ishtar. Und aufgrund der öfteren Bemerkungen und Einträge hier in meinem Kanal. Ich sollte doch mal den Weg nach Ashdod einschlagen, wenn ich jetzt bloß wüsste, wo das wieder ist, um überhaupt dahin zu gelangen, um zu gucken, ja, lass dir doch mal Infos geben, wie man denn da überhaupt reinkommt. Ich glaube, das werde ich jetzt machen und ohne irgendwie Umschweife mich dorthin direkt begeben, nachdem ich hier erstmal wieder wild durch die Wüste wandere, renne und natürlich des Nachts, weil es ist ja etwas kühler des Nachts, um irgendeine Handweiser zu finden, damit ich wieder nach Ashdod komme, es sei denn, ich benutze eine Rune. Und zwar die Rune, ich muss aufpassen, ich habe hier ganz viele Kabel jetzt, ich habe noch ein paar neue Geräte angeschlossen, die muss ich aber noch einrichten, aber das ist ein anderes Ding. Und zwar die Rune, wo haben wir denn? Wir haben hier so ganz auffällige Runen jetzt wieder drinne bekommen, hier diese rosanen. Und zwar Trebelia-Turm, Küstenhöhle von Patara, dann Pass von Ishtar und ich brauche das mit dem Ork-Kram da. Genau, Nemrosch-Ork-Lager, da möchte ich ganz gerne hin, denn da weiß ich nämlich von da aus, noch aus dem Kopf, ja, auch aus dem Kopf, dass wir dann, wenn wir hier sind, in die... Ja, ich muss mal wieder einrendern, es ist klar. In die richtige Richtung gehen können, zu dem ersten Handweiser nach Ashdod. So, sicherheitshalber nochmal gucken, ob es der, sag mal, ja, es braucht ja ein bisschen. Varrant ist riesig, Leute, und wenn es ein bisschen, Marquez. Die Party hatten wir schon, wieso denn nochmal? Ja, okay, da hinten wieder die Party. Okay, habe ich eigentlich mit Marquez schon gesprochen? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Hallo, ich bin... Will ich gar nicht wissen. Für mich zählt nur eins. Entweder hast du den Auftrag, mit mir zu sprechen, oder nicht. In letzterem Fall hast du mich gefälligst in Ruhe zu lassen. Verstanden? Ja, okay. Gut, dann haben wir den Marquez jetzt auch schon mal gesprochen. Spanischer Name ist Marquez, hä? Gut, okay. Wir sehen uns sozusagen da hinten irgendwie Richtung Ashdod und ich hoffe, dass ich das richtig mache diesmal. Ich sollte auch mal ein bisschen auf meine Zuschauer auch ein bisschen eingehen und das werde ich jetzt hier in diesem Fall versuchen. Also versuchen wir in dieser Folge mal Ashdod zu erreichen. Also ich melde mich dann wieder. Ja, grüß Gott, an dieser Stelle auch nochmal einen ganz besonderen Gruß nach Österreich. Ich habe nämlich auch einen österreichischen Eintrag aus dem Wiener Bezirk, glaube ich, oder aus österreichischen Gefilden bekommen, so von wegen, dass dem Herrn meine Bezeichnung Handweiser noch nicht untergekommen ist. Gut, okay, das ist ein uralter Begriff. Ich werde ab dieser Folge natürlich jetzt nur noch Wegweiser sagen, ne? Also davon aus. Okay, das ist schon mal der erste Wegweiser nach Ashdod. Dem werden wir natürlich auch straight folgen. Oh, sorry, jetzt war die Hand zu nah. Sind sie sauber? Okay, bis später. Straight geradeaus gegangen, knall ich hier auf den Felsen. Ist klar. Ich gehe mal links herum, mal gucken, was da ist. Ja, der nächste Wegweiser nach Ashdod, links herum und hier die Rampe hoch. Machen wir. So, machen wir das. Jetzt kann es natürlich hier geradeaus gehen oder dahin gehen. Aber ich denke mal, rechts abbiegende Vorfahrt. Ne? Gehen wir mal hier hoch. Weil dann kommen wir wieder an die Stelle zurück, wo der erste Wegweiser uns geführt hat nach Ashdod. So, und jetzt sehe ich, glaube ich, dass wir hier wieder hochkommen. Aha. Aha. Das ist neu. Wow. Hier gibt es ein Türmchen. Dann scouten wir mal. Da irgendwie... Na? Kann doch hier lang, oder nicht? Doch, kann ich. Was ist denn das für ein lustig Turm? Erstmal gucken. Erstmal gucken, ob nicht hier irgendwie jemand anders dumm guckt. Doch, da ist was. Ah, Gräfe.
Ich begreife so langsam, dass wir doch so einigermaßen in der richtigen Richtung sind. Und, okay, hier gibt's nichts. Und da ist was mit der Höhle. Ich werde mal eben kurz was ummodeln. Das heißt also, die Waffe neu ummodeln. Denn jetzt habe ich einen geschärften Pfeil gewählt. Ja. Wobei hier auch... jetzt muss ich selber mal gucken. Wieder hier einige Handweiser sind. Oh, ich sollte am besten... Nicht, dass hier irgendwas hier aus dem Versteck rausspritzt. Spritzt, sag ich schon. Aha. Ja. Lieben Dank nochmal. Ja, ich bin... ja, ich bin auch immer neugierig, wenn ich, und so hier... Und hier geht's nach Uga. Das hätte so einfach sein können, liebe Leute. Ja, ja, ich wieder. Ach ja, so, Ashtot. Aber erstmal wollen wir uns denn hier diesen kleinen lustigen Turm begutachten, der wahrscheinlich voller Greife sein wird. Weil einen haben wir ja schon anvisieren können. Und, okay, gehen wir erst ganz nach oben, da wo der Greif ist. Spitzenmäßig. Und Bettchen gibt es hier im Turm. So, Greif, wo bist du? Immer noch nicht. Okay. So. So, jetzt aber. Jetzt musst du irgendwo sein. Na? Hä? Dann ist er wahrscheinlich irgendwo draußen. Ein Alchemietisch, sehr schön. Da kann ich Tränke brauen. Bloß womit, ne? Da ist ja der Greif. Eins, zwei, weggegriffen. Hat mich jetzt habe ich nicht auf meine Anzeige geguckt, wie viel ich vorher hatte, aber nicht schlimm, da ist ja ein Bettchen. Jetzt können wir den Turm mal untersuchen. Auch hier hat es Waffenbündel. Wow, wie viel Waffenbündel, müsste ich nachher mal nachgucken. Aber das werde ich dann sowieso nur machen, wenn es wirklich Waffenbündel hier für das Spiel braucht. Gucken wir uns erstmal hier um. Hier haben wir einen Alchemietisch. Womit denn? Womit denn? Ja, ich werde keine Laborwasserflaschen haben, habe ich ja schon vor ein paar Folgen gesagt. Und ich brauche unbedingt Händler. Logo Elektriko. Logo Elektriko. Okay, das sind alles nur hier. Upsa. Die Mumie ist hinter mir her. Jo. Gucken. Jo, läuft doch. Oh ja, Giftstachel der Mumie. Hast du gut gemacht, Mumie. Kommt noch mehr Mumienkram raus? Die göttliche Kraft der Gestirne. Ist das ein Buch? Ja, das ist ein Buch, die göttliche Kraft der G-Stirne. Lass sie nicht stehen. Das kann nämlich auch sein. Manchmal habe ich. Heute habe ich wieder meinen komischen. Gucken wir erstmal die göttliche Kraft der Gestirne. Okay, hier bis vorgerückt. Die göttliche Kraft der Gestirne habe ich zwei Stück. Also habe ich es doppelt. Komisch. Okay, und hier wird es das gleiche sein, ne? Wenn aber nur die Kraft des Ochsen sich vereinigt. Hä? Moment, kann das jetzt sein, dass das anders ist? Nee, ist genau das gleiche, sorry. Man sollte es auch irgendwie vorher immer anlesen. Gut, dann haben wir hier ein Trüchen. Ich werde mal mich vorbereiten dafür. Also nicht aufschreiben, das mache ich live. Sondern ich muss ein bisschen was schlucken, essen und überhaupt. Balla, balla, fangen wir mal mit links an. Das hörte sich gut an. Dann nehmen wir mal rechts. Mist, wieder von vorne, also zweimal links und dann rechts, das war gut. Vielleicht nochmal rechts, nein, dann kommt links, 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 rechts, links und schon ist die Truhe auf. Und was haben wir da? Das Tal von Ashtot. Als Karte. Und was haben wir dann? Warantelefon zum Tal von Ashtot. Das wird wahrscheinlich natürlich so sein, dass wir jetzt hier die Rune für diese Stelle hier, ne? Das ist ja, was ist, haben wir denn hier? Das ist die Mumie, die ich eben erledigte. Jep, das ist eine coole Sache, das Tal von Ashtot. So, gibt's hier noch irgendwas außer ein Bettchen und liegt hier ein Büch? Nein, das ist ein Stein. Ach ja. Ach ja, übrigens,
Heute bin ich nicht so träge. Es sind wieder, es hat sich wieder abgekühlt. Ist hier ein Schrank zum Öffnen? Nein. Es hat sich wieder abgekühlt draußen. Ich hab mir aber gesagt, ich trage mein Hütchen doch nicht mehr. Also jetzt mal für die Folgen hier, weil das hier mit an der Brille ist ganz gut und außerdem kriegen meine Haare endlich mal Luft. Also mein Schädel. So, ich sage auch gerne Schädel. Bam, bam, bam. So, das war nun ein Steinchen und hier ist ein Kaktus und hier ist dann die Höhle und hier haben wir noch mal den Uga-Wegweiser und hier ist der Ashtot-Wegweiser. So, da gehe ich jetzt rein und heißt es bestimmt? Nein, heißt es nicht. Kannst hier nicht weiter. Kannst du später reinkommen. Also, dass wir nicht reinkommen direkt in den Tempel, das wissen wir auch. Dann mal abspeichern. Unter welchen Hecken soll sich nichts verstecken? Ach ja. Da leuchtet's ganz. Ups. Verdächtig. Okay, das heißt, hier geht's nicht rum. Und da unten geht's auch wieder rum. Kann ich hier auf den Stein? Ich will mal gucken, ob ich irgendwie eine bessere Aussicht da drauf habe. Aha, da ist also ein Canyon. Das sieht nach einer Brücke aus. Okay. Hier noch irgendwas versteckt? Nein. Ist wer, der mich an dem Übergang der Brücke hindert? Nein, bis jetzt noch nicht. Oh, sie knetert verdächtig. Aber sie hält. Ach ja, guten Brückensound. Naja, und aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt wieder ein bisschen aktiver im Reden bin und auch ein bisschen. Auch ein bisschen besser gelaunt. Naja, also ich bin jetzt in einer guten Verfassung. Ist, weil ich hier was Schönes zu stehen habe. Das muss noch eingerichtet werden. Aber wie schon gesagt, das wird anders sein. So. Moment! Wo willst du hin? Ich wollte. Hier gibt es nichts zu sehen. Und jetzt gehst du wieder. Bevor du nicht in Ugar bei Tataron warst, brauchst du dich erst gar nicht hier wieder blicken zu lassen. Uga, Tatarun. Uga, da wollte ich auch hin. Okay, das. Mal gucken, ob Sancho. Ich muss wieder lachen. Wachposten, hast du was zu sagen? Was macht ihr denn hier? Was macht ihr hier? Nach Ashtot kommst du nicht. Das ist alles, was du wissen musst. Und sonst nichts? Okay, und sonst nichts. Das ist alles, was ich wissen muss. Gut. Gucken wir noch mal ins Logbüchlein. Zugang nach Ashtot. Die Wachen lassen mich natürlich nicht ins Tal von Ashtot. Ich improvisiere ein bisschen dazu. Ich brauche erst die Erlaubnis eines gewissen Tartaron. In der Stadt Ugal lebt. Sehr wahrscheinlich liegt diese Stadt ganz oben in den Bergen. Aber vielleicht finde ich ja auch irgendwo eine Karte, um mich zu orientieren. Da könnte ich ja mal im Turm nachschauen. Die Karte habe ich ja gefunden. Nein, zurück, zurück. Die Karte habe ich gefunden. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich suche mal eben nach der Karte. Ja, ich hatte schon bei einem Kartenhändler schon mal das Tal von Ashtot gekauft. Und zwar da, wo das Orklager war. Meine ich mich gut zu erinnern. Dann haben wir hier noch das Tal von Tatmor. Das habe ich bei ihm auch gekauft. So, wo ist mein weißer Pfeil? Gibt es hier wieder nicht. Ja, schön gezeichnet. Alles klar. Gut, aber wir haben ja unsere Wegweiser. Das nächste ist, wir werden dann zu Uga Uga. Uga Uga Balabala. Und wie heißt der? Tataron? Tata. Ah, lecker, Tata. Aber immer schön frisch. Entweder Lachs-Tatar, Rindfleisch-Tatar oder Steak-Tatar. nach Ashtot. Jetzt geht's hier nach Uga. Gut, speichern. Ja, ich habe die ganze Zeit einen Ohrwurm, mit dem ich heute Morgen aufgewacht bin. Ein Lied aus den 80ern von Alison Moyet. Mit dem Titel All Cried Out. Ein schönes Lied, finde ich.
Und übrigens auch eine sehr schöne Stimme von Alison Moyet, die mal mit Vince Clarke zusammen, Vince Clarke, damals der Gründer oder einer der Mitglieder von Depeche Mode, Depeche Mode, ja, okay, Depeche Mode, unter der Gruppe Yazoo mal mit Don't Go mitgemacht hat. Don't Go von Yazoo kennt bestimmt der ein oder andere auch, ein schöner Disco-Song. Sorry, muss auch mal sein. Weil jetzt läuft hier wieder keine Musik, nachdem ich abgespeichert habe. So, wo geht's denn hier wieder hin? Hier geht's wieder zurück nach Ashdod. Ist klar, da komme ich ja her. Und zwar von dem Tal. Nicht wahr? Also wir wollen ja nach Uga. Und deswegen werde ich mal hier so mal ein bisschen wild hin und her springen und laufen und rennen. Und da sehen wir auch schon mal lustige Streifen, auf die, ja, die sind halt eben ein bisschen fehlerhaft, werden sie dargestellt. Auch durch den Renderer, denke ich mal, ich könnte ja die Stelle abspeichern und mal ohne Renderer weiterspielen. Mal gucken, ob die dann auch noch da sind. Obwohl, dieses kleine Intermezzo werde ich mal machen. Moment. Denn dann haben wir auch wieder die Chance, die Musik zu hören später, wenn ich wieder neu einlade. Also, kurzes Intermezzo. Ja, so sieht das aus ohne Renderer, ne? Genau, richtig. Okay. Ach so, okay, ohne Renderer habe ich auch kein Bild hier in der Vorschau. Da war ich mal wieder viel zu übermütig mit meiner Aussage, wir gucken mal eben ohne Renderer rein. Hat nicht geklappt. Ich habe es nur so sehen können. Ich wollte es eigentlich noch in OBS aufnehmen, aber es hat leider nicht geklappt, weil dann hätte ich nämlich meine OBS-Einstellung noch völlig nochmal neu überarbeiten müssen, weil ohne Renderer müsste ich sozusagen im Windowed-Mode spielen, also im Windowed, also im Rahmenmodus. Und lustig, und wieder sind wir mal mit Wölfen konfrontiert, ne? Okay, speichern. Was geht ja schon los? Was geht ja schon los? Da kommen gleich drei auf mich zu. Das sind Hyänen sogar. Meine Fresse, seid ihr bekloppt? Und die lachen auch wie Hyänen. Nee. Okay, jetzt habe ich mal hier geschärfte Pfeile reingeballert. So, pass auf, liebe Leute. Ich versuche das jetzt mal. Ich habe mich. Oh, da ist der nächste. Ja, treffe ich von hier aus nicht. Die kommen alle lustigst auf mich zu, die Hyänen. Erhalten wohl keinen Schaden von meinem geschärften Pfeil. Also rennen wir noch mal ein bisschen und. Ah. Okay, aber die greifen ganz schön zu, die Teile. Gut, okay, anders muss ich es jetzt irgendwie probieren. Denn auf Anraten, auch wieder unseres guten Alain aus dem Odyssey Mod Team, sollte ich doch noch mal, weil ich habe das ja falsch. Ja, ich kann noch keine Feuerpfeile, Bolzen, Sprengpfeile, Schmetterbeil herstellen, und er hat mir in meinem Kanal eine Antwort gegeben, wo ich das machen kann. Und das werde ich jetzt tun, weil ich bin ja nicht weit von dem Tal hier da hinten, von dem Turm da entfernt, wofür ich jetzt auch eine Rune habe. Hoffe ich doch. Ist das denn überhaupt die Rune? Nachher ist das irgendwie wieder so. Gucken, welche ist denn das? Das ist hier unbekannter Teleport. Müsste dann hier zum Beliaturm. Das ist dann die hier, Tal von Ashdod. Gut, okay. Gehen wir mal hier die 7 drauf. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? 7 drauf, zack. Zack, Warantal, Ashdod. So, ja, genau. Hier ist, ja, genau zwischen Eingang und Turm. Deswegen werde ich jetzt wieder zurück nach Pata, 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 Pata. Pata, Pata, genau richtig. Ernst, bring mich mal rüber zum Schiff. Ihr wisst, ich werde nämlich zu einer Insel hingehen, wo ich so Lehrer habe, die mich dann, Bring mich zum Schiff. Gut, es geht sofort los. die mir diese Talente dann beibringen. Ich melde mich dann wieder, oder ich mache noch kurze Einblendung, wo und wer und wie und überhaupt. Ne? Okay, bis dann. Ja, wieder mal zu voreilig gewesen. Jetzt will ich mit Baldwin labern. Nee, das ist nicht Baldwin.
Er heißt Baldwin. Doch, Baldwin. Ich darf Astadt nicht betreten. Ich darf Astadt nicht betreten. Dann musst du dafür unbedingt sorgen, dass dies geschieht. Die Assassinen verlangen von mir, dass ich für sie arbeite. Dann tue dies. Das ist immer noch besser, als wenn du dich mit Halbwarand anlegst. Aha, noch was? Ja. Okay, muss ich sowieso verlassen. Zugang nach Astadt. Da gab es, Moment mal, wichtig, glaube ich. Für die Nomaden der Weg der Assassinen. Ich habe Lord Baldwin mitgeteilt, dass ich mich nicht nach Art, dass man mich nicht anstellt. Er ermahnte mich dafür zu sorgen, dass ich mich an seinen Zugang zur Stadt gewähren. Ja, das weiß ich doch. Okay, das weiß jetzt Baldwin schon mal. Wir werden aber jetzt mal auf die offene See und dann. Und warum? Ja, weil ich mich upgraden muss. Mann, oh Mann, oh Mann, wir sehen uns. Wir schalten oben nach Boom. Also, ich lese noch mal hier aus meinem Kommentaren hervor. Vom Odyssey Mod Team. Du kannst doch bereits Feuerpfeile herstellen, oder nicht? Nein, kann ich noch nicht. Ansonsten gibt er hier mir noch die Tipps, und zwar Jäger Markus auf Tamora und der Milizionär Ruger auf Corines wären hierfür Ansprechpartner. In Varan kann mir Said, Anführer der Nomaden, beibringen, wie du Eis- und Sprengpfeile herstellst. Herzlichen Dank nochmal für diese Info und jetzt werde ich mal zu diesen besagten Männern hinflippen. Habt ihr es gemerkt? Ich habe Baldwin eben mit meiner Adeptenrüstung angesprochen. Ich habe mal sicherheitshalber mal die Paladinsche angezogen. Wohin können wir jetzt segeln? Bestimme den Kurs. Ja, ich will nach Damodar. Erstmal. Segeln wir zu der Insel. Gut, wir werden sofort lossegeln. Okay, ich melde mich dann. Guten Morgen, Markus, bitte aufwachen. Brauch mal eine deiner Fähigkeiten. Verdammt. Nicht anspringen, Roland. Erstmal hier in Position bringen. So. Hey. Zeig mir den Umgang mit dem Bogen. Zeig mir deine Ware. Feuerpfeile voller Bolzen herstellen, 100 Gold und eine... Zeige mir, wie ich Feuerpfeile und Feuerbolzen herstellen kann. Ein LP. Das ist doch einfach. Binde am Alchemietisch um die Pfeile und Bolzen ein leicht entzündbares Material. Pech. Dann brauchst du deine Pfeile und Bolzen nur noch über ein Feuer halten. Fertig. Das war alles? Das ist cool. Okay. Kurzer Blick auf meine LPs, beziehungsweise ja, Lernpunkte 33 hätten wir jetzt. Dann hätten wir den Markus schon mal abgeklappert, damit ich hier endlich Feuerpfeile und Bolzen herstellen kann. Das ist doch cool, oder? So, nächster Mensch. Nee, nicht nächster Mensch, sondern nächste Aktion, um sie herzustellen. Und ich brauche noch Laborwasserflaschen, damit ich wieder Tränke herstellen kann. Das heißt also, ich müsste sozusagen, mal gucken, auf was habe ich das hier. Ich habe es noch auf Stadt. So, wie spät haben wir es? 5.17 Uhr, da verkauft noch keiner was. Ich will mal gucken, ob die Händler nachher wieder kommen. Mal gucken, wer hier alles pennt. Ja, ja, da ist ja wieder meine Eva. Eva und Finko. Verdammt, ja, was ist los? Ja, Eva, ich bin in deinem Bettchen schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Und bam, 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 bam. Noch keiner da. Doch, da ist jemand. Da ist Finko. Hallo. Nee, Lars. Lars, was kannst du mir verkaufen? Was kannst du mir verkaufen? Zeig mir deine Ware. Nichts Besonderes. Der kann mir das nicht. Okay, warten bis der nächste kommt. Das war, glaube ich, Finko, ne? Finko sagt, da kommt er richtig pünktlich an. Handeln. Zeig mir deine Ware. Dann gucke ich mal, was er hat. Das werde ich mal eben kurz anhalten und mich mal orientieren. Ne, brauche ich auch nicht machen. Er hat keine Laborwasserflaschen. Das werden wahrscheinlich nur die Alchemisten haben. Wie zum Beispiel mein Wulfias. Ich könnte ihm eigentlich was verkaufen von meinen alten Klamotten. Mache ich jetzt mal eben im Off. Jupp, da haben wir jetzt ein bisschen Kohle machen können. Und jetzt will ich mal gucken, wie weit ich denn mit meinen Fähigkeiten jetzt Feuerpfeile herstellen kann. Wo muss ich denn da hingehen? An eine Werkbank. Hier war doch eine. War doch hier so, ne? Pfeile bearbeiten. 10 Pfeile herstellen. Normal. 50 Pfeile herstellen. Okay.
Feuerpfeile herstellen, das ist gut. Ich werde das im Off machen, liebe Leute. So, schauen wir mal. Feuerpfeile hergestellt, bis nichts mehr ging. Deswegen haben wir 520 magische Pfeile. Normale und Bolzen und geschärfte Pfeile. 85. Ja, lassen wir es erstmal so. Und dann geht's wieder zurück. Wohin? Das sehen wir später. Und zwar zu unserem lieben Shaker Maker Wulfias. Welche Rezepturen konntest du mir noch beibringen? Welche Rezepturen? Da fehlte mir noch was für 15 Lernpunkte. Ja. Und zwar Elixier des Lebens. Das brauche ich nämlich noch, denn da war ja auch noch im Hintergrund. Das Elixier des Lebens. Ein seltenes Gebräu. Nicht so sehr wegen des Aufwandes. Der Trank ist recht einfach herzustellen. Aber die Zutaten sind sehr selten. Du brauchst Heilwurzeln und Kronstöckel. Ja, so, das war nämlich das Letzte, bevor ich ein Riesengetränk machen kann. Ich weiß jetzt aber nicht, was damit gemeint war. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne ein... Ja, okay. Mana-Essenz, das wäre nur noch das. Nur möchte ich jetzt so nicht machen. Ach... Wir werden weitersehen. Ich habe ja was vergessen. Ich brauche unbedingt Laborwasserflaschen. Zeig mir deine Ware. Wo sind sie denn, die Laborwasserflaschen? Das ist jetzt hier Heilung der Besessenheit, ja. Bin ich blind? Du musst doch Laborwasserflaschen haben. Ach da, Na, sehr erquickend diese Anzahl. Kacke. Jetzt gehe ich mal in mein Unterdeck. Ach ja. Und allgemeine Infos, die Tränke, Elixier des Lebens, eine Heilwurzel und ein Kronstöckel. Dann gucken wir doch nochmal kurz, was wir haben. Ist damit hier die reine Lebensenergie gemeint? Elixier der Heilung. Oh, weiß ich jetzt so nicht. Ein Kommentar. Was kann ich mit einem Alchemietisch denn brauen? Also ich brauche ein paar Sachen. Und zwar Heiltränke brauen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ich das habe. 10-mal Elixier der Heilung. So, Elixier der Heilung, Extrakt der Heilung, Extrakt der Heilung. Elixier des Lebens, Waldbeerenessenz. Das ist immer 1-1. Zwei Heilpflanzen. Nö. Hä? Checke ich nicht. Extrakt der Heilung. Zwei Heilkräuter, einen Feldknöterich. Pause. 10-mal Elixier, das ist zu wenig Rohstoffe. Vielleicht einmal vielleicht. Trank hergestellt. Hätte geklappt. Dann kann ich nur 4... Oder wie viel? Ich verstehe das noch nicht so ganz hier richtig. Elixier des Lebens. Aha, hat also... Liegt wohl an den Kräutern, die mir hier fehlen. Da muss ich also wieder Kräuter suchen. Aber im Off werden wir sehen, wo wir da hinkommen. Oh, wieder auf Verrand. Jetzt geht's zum Aschdottal. Da ist es heiß. Garantiert sehr heiß. Und deswegen haben wir ja gleich hier unsere Hütte. Was heißt unsere Hütte? Aber hier unseren Turm, in dem wir uns schlafen legen, damit wir hier nicht mehr so in der sengenden Hitze ausgeliefert sind. Ja, dann gehen wir wieder zu den Wölfen hin. Ja, okay, das überspringe ich. Ich meine natürlich lachende, fiese, gemeine Hyänen. Ja, und wie ich die dann halt eben später mit einem Feuerpfeil, den ich dann noch nachher laden werde, also hier mit meinem Eichenbogen. So, ich habe jetzt genug... Springpfeile, okay, aber Feuerpfeile. Mal gucken, ob das klappt. Das werdet ihr aber dann in der nächsten Folge sehen. Danke fürs Zusehen, danke für die Kommentare, die ihr noch gerne weiterschreiben könnt. Gebt mir einen Daumen und bis später.